Hallo Freund der Sonne, in diesem Video zeige ich dir die 5 Tagesroutinen erfolgreicher und glücklicher Menschen. Und diese Tagesroutinen, die beobachte ich bei sehr vielen meiner Freunden, die extrem erfolgreich sind. Diese Tagesroutinen mache ich auf einer täglichen Basis und ich kann dir sagen, seit ich diese Tagesroutinen mache, hat sich mein Leben schlagartig verändert. Diese Tagesroutinen etabliere ich bei jedem meiner Coaching-Teilnehmer, weil ich weiß, wie powerful sie sind. Und vorher noch ein kleiner Hinweis zu Routinen. Routinen sind im Prinzip einfach nur Gewohnheiten. Unser Tag besteht aus Gewohnheiten. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen zu viele negative Gewohnheiten in ihrem Alltag etabliert haben. Das Ziel ist es also, mehr positive Gewohnheiten im Alltag zu haben als mehr negative Gewohnheiten. Durch dieses Übermaß an positiven Gewohnheiten wird dein Leben automatisch mit der Zeit durch deine Gewohnheiten in eine ganz spezifische Richtung gehen. Also du kannst dein Leben, du kannst deinen Erfolg, du kannst dein Glück durch diese Gewohnheiten lenken. Denn gerade bei Glück und Erfolg ist es so, es ist nur wirklich dann powerful, du kannst nur wirklich dann dorthin kommen, entspannt dorthin kommen, wenn bestimmte Dinge auf Autopilot ablaufen, wenn du nicht jedes Mal wieder drüber nachdenken musst. Und deswegen sind Routinen so wichtig, weil Routinen die Grundlage von Gewohnheiten sind. Und nur wenn du deine Gewohnheiten änderst, dann kannst du dein Leben verändern. Also lass mich dir jetzt verraten, welches diese 5 Power-Gewohnheiten sind. Und vorher noch ein kleiner Hinweis, nämlich abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Lass mir einen Daumen nach oben da. Und Abokalypse und so, kannst du hier machen und lass mir einen Kommentar da mit Fragen, Anregungen und Kritik und check die Infobox, dort gibt es 2 interessante weiterleitende Links, zum Beispiel einmal die Meister der Gedanken Challenge und mein positives Denken Report, beides gratis, beides sehr powerful, wird dir beides extrem dabei helfen, deine Gewohnheiten zu ändern und positive Routinen zu etablieren. Einfach mal hier oben klicken oder in der Infobox. Jetzt kommen wir zur ersten Power-Gewohnheit. Etwas, was ich jeden Tag mache, was jeder erfolgreiche Mensch, den ich persönlich kenne, bis auf einer, jeden Tag macht, und das ist Meditation. Es geht bei der Meditation jetzt auch nicht darum, dass du irgendwie Om und Sum und gar nicht so sehr im spirituellen Sinn, sondern mehr im Sinn von, ich fokussiere mich auf mich selbst, auf meine innere Mitte. Ich connecte mich zu mir, ich connecte mich wieder auf mich selbst. Denn oft ist es so, dass während des Alltags der Fokus ständig nach außen geht. Leute wollen was von dir und tschück. Ja, und du musst irgendwelche Aufgaben erledigen und tschück, der Fokus geht nach außen. Und dadurch, dass der Fokus in meinem Außen geht, auch dadurch, dass du vielleicht Bestätigung durch andere Menschen suchst oder dass wir alle so aufgewachsen sind, dass wir diese Bestätigung im Außen suchen, geht der Fokus im Innen verloren. Wir wissen oft gar nicht mehr wirklich, was wir wollen. Und wenn ein Coaching-Teilnehmer zu mir kommt, wenn ich mit ihm daran arbeite, seine Vision für sein Leben zu verwirklichen, dann ist Meditation eins der wichtigsten Dinge am Anfang, weil es eben diese Grundbeziehung zu sich selbst wiederherstellt. Also ich empfehle dir, meditiere, und wenn es nur jeden Tag 5 Minuten sind, das Ganze kannst du immer noch langsam steigern, aber fang an, idealerweise morgens direkt nach dem Aufstehen und abends direkt vorm Einschlafen, denn morgens nach dem Aufstehen setzt du eine Grundlage für den Tag und abends vorm Schlafengehen setzt du eine Grundlage für die Nacht und verarbeitest Dinge, die vielleicht während dem Tag passiert sind durch diese Meditation. Die zweite Power-Gewohnheit ist Sport. Jetzt bei Sport geht es nicht darum, dass du irgendwie ins Fitnessstudio gehen musst und pumpen musst oder dass du einen Marathon laufen musst. Es geht einfach nur darum, dass du deinen Körper fit hältst, dass du deinen Körper aktiv hältst. Denn unser Körper ist nun mal unser Vehikel, ist unser Fahrzeug, in dem wir durchs Leben fahren, reiten, wie auch immer. Ein gesunder Körper wird automatisch zu einem gesunden Geist führen, denn Körper und Geist hängen ganz eng zusammen. Und nur wenn du einen gesunden Geist hast, dann kannst du erfolgreich sein und kannst glücklich sein. Und nur wenn du einen gesunden Körper hast, dann kannst du dich wohl in dir selbst fühlen, und das wirkt sich natürlich wiederum auf deine Gedanken aus. Also Sport jeden Tag, und auch hier, seien es nur 10, 15 Minuten, idealerweise 20 Minuten, denn 20 Minuten ist so die Zeit,
ab der, je nachdem welchen Sport du machst, aber unser Lymphensystem auch in Bewegung kommt. Und also Sport jeden Tag, Yoga, Joggen, Gewichte heben, worauf du auch immer Bock hast, aber Sport sehr powerful. Jetzt etwas, was ich bei meinen Coaching-Teilnehmern immer mache, gerade am Anfang, sei es bei einem Flirt-Coaching oder aber sei es, wenn wir ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, dann arbeiten wir mit Visualisierung. Es gibt einen Grundgedanken hier und der ist, nur was du dir wirklich, wirklich bildlich in deinem Kopf vorstellen kannst, das kannst du wirklich in deiner Außenwelt manifestieren. Das Problem ist, die meisten Menschen haben automatisch negative Bilder in ihrem Kopf. Die haben automatisch negative Denkprozesse. Wenn sie an ihr Ziel denken, denken sie automatisch, ah, das funktioniert nicht, denken sie automatisch an die Probleme. Und das, woran du denkst, das manifestierst du im Außen. Das heißt, die Probleme werden sich manifestieren. Dass es nicht klappt, wird sich manifestieren. Denn was du durch diese Visualisierung machst, du gibst Eingaben in deinen Vorfilter. Und dein Vorfilter zeigt dir wiederum das oder zeigt dir die Details der Außenwelt, die deinem Vorfilter entsprechen. Wenn du deinen Vorfilter also positiv polst durch Visualisierung, dann nimmst du immer mehr positive Dinge wahr. Und diese positiven Dinge führen zu positiven Referenzerfahrungen. Wenn du das aber nicht machst, dann wirst du automatisch negativen Input in deinen Vorfilter geben und wirst automatisch Dinge wahrnehmen, die dich negativ beeinflussen. Also Visualisierung, etwas sehr powerful, eine sehr, sehr powervolle Gewohnheit. Das nächste ist die Arbeit an deiner Vision. Das hängt ein bisschen mit der Visualisierung zusammen, ist aber trotzdem etwas anderes. Deine Vision ist erst einmal, dass du eine Vision für dich erarbeitest, dass du ein klar definiertes Ziel hast. Es ist so, als würdest du in den Urlaub fahren wollen. Du legst auch vorher fest, okay, ich fahre nach Italien. Denn nur wenn du vorher festlegst, okay, ich fahre nach Italien, dann wirst du relativ sicher, wenn du keinen Unfall hast, wirst du relativ sicher in Italien ankommen. Wenn du aber sagst, oder wenn du dir denkst, okay, ich will, aber du weißt nicht, wo du hin willst und du fährst einfach los und du kommst dann irgendwo in dem Land raus, wo es kalt ist und denkst dir, scheiße, ich wollte aber eigentlich in ein Land, wo es warm ist. Dann liegt es einfach nur daran, weil du dir kein konkretes Ziel gesetzt hast. Ja, dieses Ziel, das bildet quasi am Horizont etwas, worauf du hinarbeiten kannst. Dieses Ziel, auch wenn du vielleicht nicht geradewegs auf dieses Ziel zufährst, auch wenn es vielleicht manchmal zickzack geht, gerade bei Zielen, gerade im Leben, es geht nicht immer straight, es geht immer zickzack, ja, dann weißt du zumindest, wo du hin willst. Du hast immer an Punkten, wenn du abweichst vom Kurs, kannst du gucken, okay, jetzt bin ich hier, da will ich hin, das ist mein Weg. Du kannst quasi immer wieder deinen Weg neu kalibrieren. Also arbeite an deiner Vision. Ich empfehle meinen Coaching-Teilnehmern, und das machen wir auch, dass wir einmal in der Woche quasi eine Wochenplanung machen. Und in dieser Wochenplanung sind Wochenschwerpunkte drin, sind Themen drin, an denen wir arbeiten wollen. Und das führt dazu, dass man immer eine gewisse Klarheit hat. Klarheit darüber, was ist der Weg, den ich jetzt als nächstes gehe? Was sind die nächsten Schritte, die mich meinem Ziel näher bringen? Deswegen ist Arbeit an der Vision etwas sehr, 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 sehr Powervolles. Und kommen wir nun zum letzten Punkt. Und bevor ich dir den verrate, wenn du es noch nicht gemacht hast, lass mir jetzt einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und lass mir auch einen Kommentar da mit Fragen, Anregungen und Kritik. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, und der letzte Punkt ist Dankbarkeit. Und zwar Dankbarkeit für die Dinge, die du jetzt schon hast. Dankbarkeit ist eine der powervollsten Gewohnheiten überhaupt. Eine der Gewohnheiten, die dir am meisten dabei hilft, Dinge in deinem Leben zu manifestieren. Denn in dem Augenblick, wo du dankbar bist, erkennst du an, dass du im Überfluss lebst. Und du kannst jede Sekunde des Tages dankbar sein über Dinge. Zum Beispiel, dass du gerade frei atmen kannst. Ja, dass du etwas zum Essen im Kühlschrank hast. Dafür, dass du einen guten Freund hast. Dafür, dass du eine Familie hast. Dafür, dass die Sonne gerade scheint. Oder in Deutschland der tolle Schnee gerade draußen liegt. Dafür, dass, wenn gerade draußen toller Schnee liegt, du in der Wohnung bist, wo es aber gerade warm ist, dass du eine Heizung hast.
Also frag dich, wofür kann ich jetzt in diesem Augenblick dankbar sein, und weite das Ganze aus. Frag dich, okay, wofür kann ich, wenn ich jetzt ein bisschen weiter mich umschaue, wofür kann ich dann dankbar sein? Und du wirst merken, wenn du diese Dankbarkeitsroutine auf einer täglichen Basis machst, dann wird sich dein Herz öffnen und du wirst eine Connection zu allem herstellen. Du connectest dich auf diese Art und Weise zum Universum, zu Gott, wenn du das Wort benutzen möchtest. Ja? Du stellst diese direkte Verbindung zu den Dingen her. Deswegen ist Dankbarkeit eines der wichtigsten Dinge, wenn du Dinge in deinem Leben etablieren willst, manifestieren willst und etablieren willst, dann gewöhn dir deine Dankbarkeitsroutine an. Du kannst ein Dankbarkeitstagebuch schreiben. Ich mache immer jeden Morgen, nachdem ich meine Yoga-Session gemacht habe, lege ich mich hin für ein paar Minütchen und bin einfach, frage mich, okay, wofür kann ich jetzt gerade dankbar sein? Und ich gehe jedes Mal mit einem positiven Gefühl aus der Sache raus. Also, do it! Und in diesem Sinne, ich freue mich, wenn du was mitnehmen konntest. Lass mir jetzt einen Daumen nach oben da. Und klick jetzt mal in der Infobox unten. Dort gibt es die Möglichkeit, meinen kostenlosen Meister der Gedanken-Challenge dir reinzuziehen. For free. Richtig powerful. Und wenn du jemanden brauchst, der dir dabei hilft, in deinem Leben diese Power-Gewohnheiten, diese Power-Routinen zu verwirklichen, wenn du jemanden brauchst, der dir dabei hilft, deine Ziele zu verwirklichen, dein Leben zu reformieren, zu transformieren, dann melde dich bei mir. Für ein kostenloses Strategiegespräch klick jetzt mal hier oben, gleich auch hier unten. Und in diesem Strategiegespräch schauen wir uns deine Lebenssituation ganz genau an, erarbeiten eine Strategie auf dich individuell zugeschnitten, und die kannst du dann entweder nehmen und alleine damit arbeiten, diese Strategie Schritt für Schritt umsetzen, oder du kannst mich fragen, ob ich diese gemeinsam mit dir umsetzen möchte. Genauere Infos dazu im persönlichen Gespräch. Das Gespräch ist kostenlos und komplett unverbindlich. Klick jetzt einfach mal hier. Dann abonniere den Kanal hier. Und hier gibt es ein weiterführendes Video zu dem Thema. Wir sehen uns im nächsten Video. Mein Name ist Sebi Heindl. Bis dann. Ciao.